Freunde, was geht? Heute gibt es endlich mal wieder eine Reaction von mir. Ich weiß, es gab so lange nichts mehr, aber weil ich so bereut habe, bei der letzten Episode keine Reaction aufgenommen zu haben und Loki wieder richtig Spaß macht, habe ich es dazu entschieden, wieder die Reactions zurückzubringen, speziell eben für das Finale der zweiten Staffel von Loki. Ein paar von euch haben die vermisst, deshalb wollte ich es unbedingt für diesen Moment zurückbringen, falls denn etwas zu Großes passieren sollte. Also ja, have fun. Let's go, Digga. Boah, ey. So ein geiles Ende. Ich bin so aufgeregt. Es hat so Spaß gemacht, letzte Folge. Fängt heimsuchend an. Man, nehmen wir Kontakt mit dem Jenseits auf. Wieso ist es so gruselig gerade? Ich sage, Timeslip, what's happened, Digga? Läuft eine Träne seine Wange runter? Oder ist es nur ein Licht gewesen? Totale Stille. Sind die anderen noch da? Ist er alleine? Ja. Yep. Krass. Oh, es sieht so gut aus, ey. Die Serie ist visuell so ein Riesenspaß. Nee, es ist wieder zurück. Das heißt, wir müssen die große Jetski-Serie jetzt früher oder später bekommen. Okay, er ist schon so verrückt am Timeslippen. An so nah beieinander liegenden Abständen. Alles wird mitgerissen. Ey, diese Audio, ist so cool. Yo, sieht aus wie eine Leiche, Mann. Ey, ich werde nicht satt von den ganzen... Oh, ist wieder bei Sylvie. Bro, hört ihr diesen Soundtrack? Ja! Wir kriegen's endlich! Mobius auf seinem fucking Jetski. Hat lang genug gedauert, ey. Aber es ist auch kein richtiges Jetski. Wir müssen ihn noch auf dem Wasser sehen. Ist OB? Ey, wieso ist der Mann so süß? Ey, der Arme. Yo, was hat er für eine Crib? Oha, ist das nicht sogar der gleiche Raum, wo er gearbeitet hat? Sieht so ähnlich aus. Oh, okay. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Loki einfach der Motherfucker sein wird. Für die nächsten Avengers-Teile. Es ist unglaublich. Oh, das legendäre Buch. Das ist ein guter Dad. Das ist ein Single Dad. Er kümmert sich alleine um seine Kids. Er versucht's. Was kann man sagen? Yo, das ist ein TVA-Soldat. Kann man einer darüber sprechen, wie fresh eigentlich der Mantel von Loki ist? Woher kriegt man den her? Man, Moby ist ein Baseballschläger. Sieht so geil aus, wie dieser kleine Mann das alles kontrolliert. Some Guardians of the Galaxy ass shit. Das ist Thanos all over again. Wieso hört sich das denn mitten an? Bisschen wie ein Black Panther Soundtrack. Crazy. Loki ist wirklich der Einzige, der es stoppen kann. Oh, böser Shot. Böser Shot. Das wird eine Analyse Spaß machen. Hat es er zurückgedreht? Er hat wirklich das zurückgedreht. Ja. Er lernt es. Krass, was ihn in Richtung Loki bringt. Ich finde das echt interessant. Krass. What the fuck? Loki wird einfach zum Herrscher der Zeit jetzt. Was? Hä? Aber wieder mal eine geile Folge. Viel ruhiger als die erste, aber trotzdem eine sehr schöne Folge. Loki hat mal wieder abgeliefert und wie ihr wohl gesehen habt, bin ich wieder sehr zufrieden. Noch lange nicht zufrieden, wie ich bei der letzten Folge war, da ich finde, die war immer noch deutlich besser. Weshalb die vierte Folge von Season 2 bis jetzt die Peak war. Doch die fünfte Folge hat weiter das ausgebaut, was die vierte bereits etabliert hatte und uns nochmals bereit gemacht auf das große Geschehen im Finale. So fängt die Folge auch ziemlich still an und knüpft direkt dort an, wo die letzte Folge geendet hatte. Was ein Start ist, den ich immer sehr liebe, wenn man direkt an diesen ganzen Cliffhangern direkt uns weiter erzählt, wie es überhaupt weitergegangen ist. Ich weiß, es ist eine beliebte Technik, irgendwo anders zu starten und etwas anderes zu geben, aber diese direkte Fortsetzung, diese direkte Kontinuität gefällt mir nun mal am meisten. Ich will wissen, was passiert. Und das war wirklich ziemlich cool umgesetzt. Denn das allererste, was wir erblicken, ist ein Loki, der vermutet hat, dass er jetzt komplett ausgelöscht wird, samt seinen ganzen Freunden und der TVA, doch am Ende realisiert, dass er überlebt hat, doch anstatt dessen, dass seine Freunde auch an seiner Seite sind, er komplett allein ist und TVA verlassen wurde. Was wirklich ein riesiges, einsames Gefühl gibt, in dem sich Loki gerade befindet. Und allgemein hat die ganze Folge am Anfang speziell auch diesen Vibe von 28 Days Later gehabt. Ein Mann komplett
komplett allein in einer riesigen Metropole, was eigentlich immer ziemlich belebt war. Ein Kontrast, wie wir die TVA noch nie gesehen haben. Und was retrospekt auch nochmals eine schöne Spiegelung der Charakterentwicklung von Loki ist, wenn wir uns anschauen, was alles so spezifisch in der Folge thematisiert wird und was ihr am meisten am Herzen liegt. Was eben seine Freunde wären und die Angst, wieder einsam zu sein. So hat die Staffel weiterhin den Charakter von Loki uns ausgebaut und gezeigt, was jetzt seine neue größte Wichtigkeit ist. Er hat es endlich gelernt, sich anderen Menschen zu öffnen, die jetzt nah an seinem Herzen sind und zu denen er offenherzig sagen kann, dass er sie in seinem Leben haben möchte und nicht auf sie verzichten will. So wird das Thema der Folge auch größtenteils rund um dieses Geschehen aufgebaut. Klar, um die TVA wieder zu retten, den riesigen Timestream und so weiter und so fort, aber auch wiederum, um die Band wieder zusammenzuführen, wie eben schon in der Folge gesagt wurde, und sich selbst wieder mit seinen Freunden zu vereinen. Dies gibt uns eine viel ruhigere Folge, die uns zum allerersten Mal die Chance gibt, uns auf die innerlichen Gelüste der ganzen Charaktere zu fokussieren und uns auch endlich einen Einblick auf die Charaktere gibt, die wir jetzt schon längere Zeit verfolgt haben und was denn wirklich ihr Schicksal auf der Timeline war. So haben wir endlich natürlich unsere geliebte Szene bekommen, in dem Mobius endlich ein verdammtes Jetski fahren durfte, wenn man das denn so nennen kann. So gesehen hat sich die Folge wirklich wie die Stille vor dem großen Sturm angefühlt und ihre Charaktere mit ihren Zielen perfekt platziert, als auch diese Gruppe, diese Time-Savior-Anti-Kang-Gruppe etabliert. Die größten Highlights in dieser Folge waren natürlich dem Loki, Mobius und OB, vor allem OB, der sich nach dieser Folge viel größer anfühlt, als er sich schon angefühlt hat. So würde ich auch gerne erfahren, wie es mit ihm weitergeht und wie wichtig seine Rolle noch in der Zukunft sein wird, denn alles, was uns die zweite Staffel bis jetzt von OB gezeigt hat, ist wirklich, dass er das Anfang und das Ende ist und ohne ihm gefühlt die TVA gar nicht existieren könnte. So kann ich mir vorstellen, dass sogar ein Kang bei der Erschaffung der TVA er es ohne einen OB nicht so bewerkstelligen hätte können, wie es nun eben getan hat. So ist die Folge ja auch gefüllt mit Anspielungen auf vorherigen Geschehnissen, Objekten und MacGuffins, die einfach nochmals genauer gehighlightet werden. Wirklich, jedes Mal, wenn ich schon dieses TVA-Handbuch sehe, spielt sich dieses Leonardo DiCaprio-Meme in meinem Kopf ab. Neben den ganzen menschlicheren Ereignissen in dieser ganzen Folge, wie zum Beispiel, dass Loki anerkennt, dass er bei seinen Freunden sein möchte, dass er endlich etwas hat, was ihm wichtig ist und am Herzen liegt, als auch eben alle anderen Charaktere neben Loki, die jetzt ihr eigenes Leben führen können, dass wir einen Einblick in dieses bekommen und dass sie sich eben opfern für ein größeres Ganzes, fällt im Endeffekt eine riesige Sache in den Fokus, die man einfach nicht ignorieren kann und die man eklig explizit aufbaut für das große Finale von Loki und möglicherweise eben auch für den Rest des MCUs. Und das wäre eben, dass Loki es langsam aber sicher schafft, die Zeit zu kontrollieren, hier war es jedenfalls das Timestipping, um mit seinen Plänen die TVA wieder aufzubauen, wirklich eine Führung zu haben, die eben He Who Remains oder die anderen Versionen von Kang aufhält, spielt es immer mehr daran an und die ganze Theorie-Wahrscheinlichkeit wird immer wahrscheinlicher, dass Loki in Zukunft die Zeit auch zusammenhalten wird. Er wird der neue Kopf der TVA sein, falls sie denn wieder existiert. Sollte. Er wird eine eigene Organisation gründen oder was weiß ich. Es gibt viele Anzeichen, die uns im Laufe dieser Folge darauf gegeben wurden, die wir natürlich in der Analyse nochmals genauer besprechen werden, aber wir können da nicht mehr wegsehen. Weshalb es nicht nur mega spannend ist, ob Loki eben wirklich diese eine Person hinter der Zeit wird, sondern eben auch, was er damit anfangen wird. Die Optionen sind wirklich endlos. Wie in Zukunft die Zeit gehandelt wird innerhalb des MCUs zusammen mit Loki als Führer, was uns einerseits zu richtig geilen neuen Produkten führen kann und Ereignissen oder komplett den Bach untergehen kann. In erster Linie finde ich die Idee richtig geil. Er wird der neue Kopf der TVA und er wird zukünftig die ganzen Multiverse-Sachen, die ganzen Multiverse-Ereignisse zusammenführen. Wir haben ja auch eine Art Avengers Assemble-Montage bekommen mit diesem Squad hier und so könnte sich das auch wieder irgendwann mal wiederholen, wenn wir Richtung Avengers Secret Wars und The Kang Dynasty kommen, um uns wirklich diese bombastische Multiverse-Story zu geben und Loki ist eben der Schlüssel für das Ganze. Deswegen der Aufbau in dieser Staffel von Loki als neue riesige Main-Figur finde ich bis jetzt fantastisch. Das große Finale wird entscheiden, wie es sein wird. Noch eine Woche dauert es, bis wir sehen werden, wie die Staffel enden wird, ob es wirklich ein gelungenes Finale sein wird. Also ja, lange müssen wir nicht dafür warten. Des Weiteren ist auch interessant, dass diese Folge speziell auch ein bisschen Avengers Infinity War Vibes hatte, wie alles eben ins Staub verfallen ist und verschwunden ist. Also ja, es geht langsam in die richtige Richtung und der Schlüssel für die große Bedrohung ist langsam da. So würde ich der ganzen Folge wohl eine sehr stabile 8 von 10 geben. Ein schöner, ruhiger Aufbau, der mir gefallen hat. Für eine Sache sollte ich aber Punktabzug geben und das wäre, dass wir von Owen Wilson nicht endlich einen Wow-Moment bekommen haben. Also ja, Marvel, was soll das? Wieso habt ihr es hier nicht getan? Die Folge war perfekt dafür. Ansonsten wäre das alles von mir und meiner Review zu Loki Staffel 2, Folge 5. Das große Vorspiel. Bis jetzt die zweite Staffel eine sehr gelungene. Man hat die Ansprüche der ersten Staffel definitiv eingehalten und ich habe keinen Grund, mich irgendwie zu beschweren, was mich sehr freut nach so einer langen Zeit von sehr, sehr mittelmäßigen Produktionen. Wir hören uns morgen wieder bei der Analyse Fendos. Ich erwarte euch. Das wär's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst euch gut gehen und ich würde mal sagen, love you 3000.